Ich spiele jetzt nochmal mit dem Deck. Ich muss mal gucken. Ich muss erstmal rausfinden, wie hier das Glück ist, ne? Weil der hat uns jetzt völlig auseinandergenommen. Wir konnten gar nichts dagegen tun. Aber ist das jetzt, weil unsere Karten zu schlecht sind oder weil wir gerade die falschen Karten hatten? Oder weil er Glück hat und die richtigen Karten hatte? Ich bin mir noch nicht so sicher. Weil ich habe ja die Vermutung, dass bei Hearthstone hier deutlich mehr Glück im Spiel ist als bei Magic. Einfach dadurch, dass diese Block-Angriff-Mechanik komplett fehlt. Alles andere ist ja mehr oder weniger gleich. Treibe Murlocs. So. Wische Tische ab. Aber, ja. Da muss ich jetzt erstmal gucken, woran das liegt, dass man in manchen Games easy gewinnt und in anderen immer total verliert. Aber bis jetzt habe ich das mal gehört, entweder man wird total abgezogen oder man gewinnt total einfach. Nur wann ist dieser Punkt, wo man... Man muss einfach immer stärkere Kreaturen draußen haben als der Gegner. Sozusagen sein Schadenspotenzial irgendwie. Das muss höher sein als das vom Gegner. So, wir brauchen auf jeden Fall nur einen von denen. Jo, genau, ey. Das war ja mal richtig schlecht gezogen. Gerade gegen das Deck da. Oh, die haben den Spotter. Einsatzbereit. Job done. Ist jemand verletzt? Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ein Diener geheilt wird. Okay. Und die Münze hat er. Heilige Pein, verursacht zwei Schaden. Okay. Wir brauchen ja kaum Schaden machen, weil er sich ja immer heilt, ne? Das Deck ist auf jeden Fall cool, weil direkt am Anfang drei Schaden machen. Okay, er hat jetzt natürlich dafür jetzt verbraucht, ne? Sein Mana verbraucht. Wir können jetzt zwei Karten ziehen, falls wir das wollen. Anscheinend wollen wir das. Ja, der Feuerball. Macht wohl Schild. Jetzt hat er natürlich fünf Leben. Gegenzauber. Auch interessant. Achso, ich will auf jeden Fall nicht, dass er Karten zieht. Das hat uns eben auf jeden Fall das Genick gebrochen. Das war ganz schlecht für uns, dass er das eben gemacht hat. Also wir müssen jetzt versuchen, Zeit rauszuschinden, glaube ich, bis wir unsere fetten Typen hier rausbringen können. Spielen wir jetzt erstmal die Frostnova oder den Spotter hier? Und dann können wir keinen Schaden machen. Ich denke, wir spielen jetzt erstmal die Frostnova. Und den Schlachtzugsleiter. Ja, ne? Richtig so, richtig so. Okay, da kommt der Eiswind-Yeti. Und die Elfenbogenschütze. Nö! Und, na gut, der Spotter gehört uns. Ich wollte schon sagen, dass der nicht auch noch kommt. So, wir hätten Ansturm am Start. Könnten wir den Eiswind hier, der kostet nur 4 und das ist 4, 5. Okay. 6, 5 Spot ist natürlich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und der hat jetzt auch noch 7, 5. Die Tore sind geöffnet. Und wir machen jetzt... Ah, ich habe nicht genug Mana. Sorry. Kein Bock auf deine Story. So, das lassen wir erstmal. Und jetzt auch nur Spotter draußen, Alter, ne? Yo, ey. Der uns jetzt auch noch 5 Schaden zufügen kann. Frech. So, gnomische Erfinderin. Wir spielen jetzt auch erstmal die Spotter. Wir können den spielen. Und den Gegenzauber könnten wir noch spielen. Jo, machen wir doch einfach mal. Ich bin mir immer nicht ganz genau, wie das funktioniert.
Ja, ich möchte den canceln. Geheimnis. Habe ich jetzt? Scheiße, ich hätte den canceln sollen. Spiegelbild. Das ist natürlich ziemlich cool. So. Wir könnten... was machen wir jetzt? Die haben nur noch zwei Leben, beide. Wir könnten auf jeden Fall einen töten, indem wir den und den machen. Ansturm wäre natürlich auch ziemlich cool, brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Wir könnten den noch spielen und trotzdem noch einen Schaden machen. Ich glaube, das wäre gerade ein bisschen besser. Wollen wir ihn hier wegmachen? Können wir ihn denn irgendwie töten gerade? Wir haben ja keine Verstümmelung oder sowas hier gerade. Aber er kann ihn sowieso wieder heilen. Dann machen wir lieber Schaden auf. Machen wir einfach mal hier drauf. Ich meine, er heilt die ja sowieso gleich wieder, aber... Kein Hund. Jo, ey. Alter, wir sind schon wieder sowas von tot. Der hat aber auch nice Karten die ganze Zeit. Boah. So, jetzt müssen wir wirklich den Kernhund verwandeln. So, wir haben jetzt, wir können jetzt das spielen und noch einen Schaden verteilen. Das heißt, wir verteilen einen Schaden auf ihn und spielen das jetzt. Jetzt haben wir ihm natürlich 5-6 gegeben. Das ist natürlich auch ein Traum. Aber, naja. Jetzt heilt er ihn, ne? Ja, ja, genau, ey. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Boah. Aua. Gib mir was Gutes. Blöde Drachenmechanikerin, ey. Spinnst doch. Boah, der hat 8 Leben, ne? Müssen wir eine Karte ziehen? 6-5 Spott. Kann uns natürlich nächste Runde sofort wegmachen. Ah, bleibt uns nichts anderes übrig. Die Tore sind geöffnet. Jordan. Okay, und der heilt ihn direkt wieder um 2. Und den Silberrückenpatriarch mit Spott. Boah, also jetzt hat er... Ja, ey, 9-6 hat er jetzt. Also wir spielen jetzt hier erstmal die zwei Diener. Dass wir Spott haben. Okay, wir spielen jetzt den Ansturm. Damit wir seinen komischen 9-6er da töten. Oder... Ja, 5, 2, nee, sonst können wir das nicht. Okay. Wir müssen erst den Typi töten. Ist ja ein Traum. Machen wir. So. Jetzt können wir noch 3 verteilen. Na, ja, machen wir so, ne? Müssen wir ja so machen. Ach, der ist natürlich wieder 9. Ach, der Frostwolf-Grunzer. Hallo, Frostwolfi. Der alte Grunzer. Unser Zug. Frostblitz. Na, immerhin. Können wir den Typ hier zum Glück töten? Ach so. Wir müssen erst den töten. Hey, gebt mir eine Minute. Okay.
Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Match hier. Ich muss mich ja voll konzentrieren. Sorry, dass ich nicht so viel rede die ganze Zeit. Weil, boah, ist echt zu krass hier. So, Ansturm ist natürlich cool für uns. Und jetzt können wir erstmal ordentlich Damage fahren hier. So, das ist doch schon mal ganz nett. Aber wir müssen jetzt gute Karten ziehen. Jetzt ist er schon wieder der Gurubashi Berserker, der gefällt mir jetzt gar nicht. Und Machtwortschild noch dazu. Na jo, ey. Wir brauchen jetzt eine Verwandlung oder sowas. Und den Eiswind Yeti. Frostnova ist natürlich cool. Und was machen wir? Wollen wir ihm den Gurubashi Berserker töten? Können wir ja kaum. Wollen wir Schaden machen? Wir machen 9 Schaden. Ich glaube, wir machen Schaden. Okay, er kann sich aber selbst heilen. Aber er kann seine Kreaturen eh heilen. Okay. Gedankenschlag. 5 Schadenspunkte uns zu. Ja. Wir brauchen jetzt auch unbedingt so ein Verbrennen. Brauchen wir jetzt. Wir brauchen ein Verbrennen. Gib mir ein Verbrennen. Drachenmechanikerin. Ist ja nicht so prickelnd. 5, 6, 7, 8, 9 Schaden machen wir. Und er kann uns jetzt. Kann er uns jetzt töten? 6 Schaden, er kann uns jetzt töten. Deswegen können wir jetzt keinen Schaden auf ihn machen. Okay, wir müssen. Den 9-2er müssen wir nicht unbedingt töten. Wir müssen den 4-5er töten. Wie machen wir das am besten? Mit dem 2-1er? Nee, dann machen wir nur 3 Schaden. Mit dem 2-1er? Ja, dann macht er immer noch 4 Schaden. Das heißt, er wird auch sterben. Wir können es eigentlich nur mit dem 5-2er machen. Ja, machen wir. So, und der Rest macht Schaden auf ihn. Und das auch noch. Und wenn wir Glück haben, könnten wir nicht so lange gewinnen. 9 Schaden. 9 Leben. Warum hat er einfach mal wieder 9? Jetzt müssen wir aber was Gutes ziehen hier. Spott. Lass mich doch veräppeln. Okay, er muss, das heißt, er muss nächste Runde mit ihm hier ihm attacken, wenn wir den töten. Wahrscheinlich jedenfalls. Deswegen müssen wir den jetzt erstmal töten. Das machen wir natürlich mit dem hier. Greifen jetzt da an. So. Ah, er darf jetzt nichts Krasses ziehen. Okay. Ja, das ist 9-9, der Typ, ey. Kacke. Wir müssen ihn jetzt töten, sonst sind wir tot. Oh, er ist natürlich cool. So, und wir haben gewonnen, ne? Ja, wir haben gewonnen. Schön. Das war echt mal eine krasse Runde hier, ey. Also, das Spiel ist auf jeden Fall... Kann auch taktisch sein, aber... Bis jetzt finde ich den Unterschied zwischen verlieren und gewinnen... Ist hier ziemlich krass, ey. Da muss man echt so, boah. King Dingeling. Profi-Packung erhalten. Bringe eine Klasse bis auf Stufe 10. Yeah, wir haben neue Karten gekriegt. Priester freigeschaltet. Wird durch einen Sieg über die folgende Klasse freigeschaltet. Priester. So, Flammenstoß kriegen wir. Fügt allen feindlichen Dienern 4 Schaden zu. Ja, das brauche ich doch genau. Richtig schön AOE. Als Magier, da macht man ja auch richtig schön AOE. Deswegen am Anfang schön defensiv und am Ende alles wegburzeln da von ihm. So ist doch Magier genau richtig. Oh, wir können eine Packung öffnen. Schön. Machen wir doch direkt. Was haben wir denn hier für Karten gekriegt? Packung öffnen. So, in einer Packung sind anscheinend 5 Karten drin. Eisbarriere. Euer Held erhält 8 Rüstungen, wenn er angegriffen wird. Selten. Adlerhornbogen erhält jedes Mal +1 Haltbarkeit, wenn ein Geheimnis aufgedeckt wird. Dunkeleisenzwerg.
Dunkeleisenzwerg, die waren cool. Die waren nämlich davor vor UBRS, glaube ich. Verleiht einem Diener plus 2 Angriff. Der Kreis der Heilung. Ja, schön, für Priester. Kreis der Heilung. Ah. Ja, bester Cast, ey. Weil wir ganz am Anfang, wo der Kreis der Heilung rausgekommen ist, wo der so richtig immer geil war, und der hat nämlich den ganzen Raid geheilt, glaube ich. Und der hat den ganzen Raid geheilt. Da standen die Priester da einfach irgendwo in der Ecke rum und haben einfach nur einen Knopf gedrückt die ganze Zeit. Kreis der Heilung. Kreis der Heilung, Kreis der Heilung, Kreis der Heilung. Das war richtig geil. Segen der Weisheit. Er wählt einen Diener aus, zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Für Paladin, okay. Ich weiß gar nicht, sind die Karten hier richtig zufällig drin oder gibt es eine Chance, dass man für eine Klasse was kriegt oder so? Wir haben jetzt schon fast alle Klassen was gekriegt. Für Shami haben wir auch schon was. Geist der Ahnen. Geist der Ahnen wählt einen Diener aus. Wenn dieser Diener vernichtet wird, lasst ihn auf Schlachtfeld zurückkehren. Der Geist der Ahnen, also der Battle-Retz. Battle-Retzen, ja. So, zum Glück haben wir am meisten für Magier gekriegt. Eisbarriere. Euer Held erhält 8 Rüstung, wenn er angegriffen wird. Ah, okay, das ist ein Geheimnis. Ah, okay. Er hält 8 Rüstung. Also das spielt man dann einfach irgendwann, ne? Und dann, wenn er angegriffen wird, kriegst du 8 Rüstung. Okay. Ist auf jeden Fall eine coole Karte. Können wir mit unser Deck packen. Ja, wir haben noch mehr Magierkarten. Das Wasserelementar. Friert jeden Charakter ein, der von diesem Diener verletzt wurde. Beschwört niemals ein Elementar dieser Art auf einer Party, sonst fällt sie buchstäblich ins Wasser. Okay, das ist ein Diener. Das heißt, man kann den... Ist das einfach ein... Ist das eine ganz normale Kreatur? Die Karte sieht ja irgendwie anders aus. Okay. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und den Flammenstoß haben wir noch. Ja, cool. Okay, dann müssen wir kurz mal in unser Deck und stellen das nochmal ein bisschen weiter zusammen. So, wo kann ich denn hier in meine Sammlung muss ich gehen? Mein Magier. Warum heißt das schon wieder mein Magier? Ich krieg die Krise. Er speichert meinen Namen nicht. Meinen tollen Namen nicht mehr ausdenke. Okay, wir haben hier der 7-7er mit +1/+1. Der ist nicht so geil, weil wir haben sowieso nie Kreaturen draußen. Wo es das bringen könnte, deswegen kommt der raus. Der Raketenschützen ist cool. Der Herr der Arena. Wir brauchen eigentlich so spät gar keinen mehr mit Spott. Ich glaube, der Herr der Arena kommt auch raus. Ich glaube, der Schildmeister von Sinjin geht noch. Also wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal die Eisbarriere. Und die Arkanengeschosse, sind die eigentlich cool. Am Anfang so zum kleinen Gegner wegmachen, ist ja eigentlich ganz cool. Deswegen nehmen wir die Arkanengeschosse wieder rein. Und das Wasserelementar nehmen wir auch rein. Bitte? Ach, wir haben schon wieder 30 Karten. Ich glaube, wir nehmen den Schlachtzugsleiter nochmal raus. Denn wir haben so wenig kleine Kreaturen. Nehmen wir lieber das Wasserelementar. Und den Flammenstoß brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen noch eine Karte rausnehmen. Ah, die Frostnova ist super cool. Frostblitz ist auch cool. Arkane Explosion auch. Der Fußsoldat von Goldhain ist richtig geil. Spiegelbild ist auch richtig cool. Arkane Geschosse. Vielleicht nehmen wir nur einmal Arkane Geschosse rein. Und nehmen dafür den Flammenstoß. Nee, Flammenstoß brauchen wir schon zweimal. Ihre Raketenschützen ist gut. Der Schildmeister von Zenjin. Ja, die Drachling-Mechanikerin. Wir brauchen ja auch ein paar Kreaturen im Deck, ne, mit denen wir dann irgendwann Schaden machen können. Deswegen ist die Drachling-Mechanikerin, die gnomische Erfinderin, eigentlich ganz cool. Aber ja, Karten ziehen ist ja genau das, was ich will. Ich will ja Karten ziehen. Am Anfang die ganze Zeit deffen und dann Karten ziehen. Und dann die Fetten rausbringen. Das ist ja mein Ziel hier von dem Deck. Wir brauchen auf jeden Fall noch einmal eine Karte, müssen wir rausnehmen.
Nehmen wir doch die Arkangeschosse raus. Brauchen wir zweimal ihn hier unter Spiegelbild? Eigentlich schon. Am Anfang schön zum Deffen. Hm. Gegenzauber. Brauchen wir den Gegenzauber? Ich glaube, ich nehme den Gegenzauber erstmal raus, bis wir da zwei von haben. So, Flammenstoß. Schön. Das ist doch nett. Haben wir unsere Deck hier ein bisschen geupdatet? Richtig so, richtig so. Und ich muss jetzt erstmal die Rendermaschine anwerfen, denn ihr wollt ja auch ein paar Folgen sehen. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Aufnahme wieder. Bei Hearthstone Beta. Mal gucken, ob uns das Game besser gefällt als Magic. Ich bin immer noch nicht. Weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, kann ich echt noch nicht sagen, ob das Spiel mir besser gefällt als Magic. Es ist auf jeden Fall deutlich anders. Es ist deutlich schneller, einfacher, vielleicht auch sogar ein bisschen logischer. Logischer in der Hinsicht, für Anfänger logischer. Da die Spielmechanik einfach ein bisschen simpler ist. Aber dadurch, dass die Spielmechanik simpler ist und man der Spieler halt nicht diese Block-Angriff-Mechanik hat, macht das Spiel deutlich weniger taktisch, glaube ich. Und dadurch glückabhängiger. Weil du musst halt nicht, wie bei Magic, immer darauf spielen, sozusagen eine Runde vorspielen, weil du kannst ja nicht sofort angreifen und du hast dann diese Blockmechanik, Angriffmechanik, du kannst halt nur angreifen, du musst dann mal gucken, was könnte der Gegner spielen bei Magic und musst halt das schon einberechnen in deinen Zug, deswegen musst du immer eine Runde sozusagen vorberechnen. Und hier spielst du sozusagen immer Runde für Runde. Der Gegner bringt das raus, am besten mit Ansturm. Und dann musst du sozusagen immer nächste Runde kontern, bam, das wieder kontern, bam, der andere kontert dann das wieder. Sozusagen hier bist du sozusagen nur im Kontern. Muss ich mir mal überlegen. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.